Jo, lieber du, ja, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, heute gibt es einen Uncut-Ausritt, wie ihr vielleicht schon erahnen könnt. Passt mir meine Kameraeinstellung? Noch nicht so ganz, ne? Aber gut, ich glaube, wir lassen die erstmal so und ändern das gleich nochmal, weil ich habe da so was Nerviges noch hinter mir, wie ihr vielleicht jetzt gerade schon seht, was hier gerade auch schon irgendwie in Joeys Purpose hängt. Und zwar probieren wir heute eine Runde auszureiten zu gehen mit Joey und, der kleine Knödel ist auch mit dabei. Ich bin super gespannt, wie es so klappt. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal mit Joey ausreiten war. Und ich glaube, mit Bay als Handpferd hatten wir bis jetzt auch generell das erst einmal gemacht. Aber gut, wird schon funktionieren, denke ich. Vielleicht. Sehen wir mal. Sonst müssen wir halt zur Not gleich abbrechen und einfach weiterführen. Da gucken wir einfach mal, wie es so ist. Ich wollte jetzt auch keine ganz riesige Runde für den Start machen, sondern einfach mal gucken, wie es halt so läuft. Weil ich meine, nimmt die Kamera überhaupt auf? Ja, tut sie. Weil ich meine, generell jetzt so für den Anfang ist natürlich da ganz gut, erstmal klein zu starten und entspannt zu starten, als direkt zu viel zu wollen. Und dann, wird es halt irgendwie blöd oder so. Wir tasten uns einfach mal ran. Okay, so, jetzt haben wir schon die erste Schwierigkeit, nämlich liegt da Holz, was dort letztes Mal noch nicht lag. Prima, gut. Dass Joey beim ersten Versuch gerade dran vorbeigeht, überrascht mich, muss ich gestehen. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir überhaupt her? Ich hatte eigentlich einen anderen Weg geplant. Jetzt ist es natürlich gerade so, dass das Stoppelfeld da gerade frei ist. Und jetzt wäre meine Überlegung, ob wir über Stoppelfeld gehen. Ja, Stoppelfeld mit Joe ist so ein Spezialthema, das funktioniert nicht. Das letzte Mal, wo wir das probiert haben, ist er halt vollkommen freigedreht, war nur am Steigen, hat halt gar nicht mitgespielt. Aber ich glaube, wir probieren es jetzt einfach, weil wir wollen ja jetzt gar nicht darüber galoppieren, weil sobald man halt mit ihm drüber galoppieren will, ist es halt problematisch. Aber ich denke, wenn wir da jetzt im Schritt drüber gehen, ist das in Ordnung. Und den Trab und Galopp halten wir uns lieber für irgendwelche Stellen frei, wo es halt gut funktioniert und wo wir uns halt keine Sorgen machen müssen. Ja, dann weiß ich, glaube ich, gerade auch, welche Runde ich gehe. Ach, Schluck Benni. Ordentlich, bitte. Ja, wir gehen nämlich gleich eine meiner Standardrunden. Warum ist es denn jetzt so windig? Ich hoffe, die Kamera übersteuert nicht wieder so doll. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are fine. Okay, achso, ich habe vergessen, es ist ja uncut. Ich muss irgendwie weiterreden. Ich sortiere mich mal eben neu. Weil ich glaube, an dieser Stelle wäre das gar nicht verkehrt, wenn wir Bay auf der linken Seite haben. Och, Joey, geht das jetzt hier wieder los? So, einmal deutlich. Brav, super. Genau. Ich weiß auch nicht, aber hier bei den Pferden stellt er sich halt immer sehr gerne sehr viel an. Und das ist ja hier immer so ein schwieriges Stück mit ihm. Aber vielleicht ist es ja jetzt einfacher, weil wir halt schräg übers Feld gehen. Und gucken mal, wie es ist. Bay macht es vor allen Dingen gerade auch erschreckend gut, obwohl wir da gerade kurz schon mal von der Wiese genascht haben, was wir eigentlich nicht tun sollten, Bay. Aber gut. Ja, doch. Ich glaube, wir gehen jetzt die Runde. Ich habe eigentlich, wie gesagt, eine ganz andere geplant gehabt. Beruhig dich. Marsch. Gut. Eine ganz andere geplant gehabt. Aber gut. Es kommt, hallo Pferde, immer ein bisschen anders wie geplant. Das können wir ja auch immer besonders gut. So. Prima. Jetzt natürlich die große Schwierigkeit, dass wir einen sehr geladenen Bay plötzlich haben, der gerade noch nicht geladen war. Aber jetzt ist er geladen. Und das ist für Joey natürlich gerade auch relativ einladend, da irgendwie mitzumachen. Aber gut. We will see. Ja, gut, dass ich mir... Ich hatte tatsächlich, als das Feld entstanden ist, kurz überlegt, ob ich mit Joey dieses Jahr nochmal ein Stoppelfeld-Galopp probiere und ihn einfach nochmal galoppieren lasse. Den Plan habe ich aber auch schon wieder verworfen und ich bin gerade auch sehr froh drum.
prima. Joe muss mal eben kurz Apple loswerden, weil dieser Boden hier, das ist wirklich Steine mit ein bisschen Stroh drin. Also das ist nichts, wo man drüber fetzen sollte. Demnach hat sich das dann eh erledigt. So, ich muss vor allen Dingen Blick auf die GoPro behalten, weil wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn Bay die GoPro verliert und ich weiß nicht mal ungefähr wo, dann geht natürlich die Sucherei los. Demnach müssen wir da mal gucken. Prima. Joey macht gerade einen unfassbar guten Job, weil diese aufgeschüttete Erde wäre eigentlich jetzt ein Thema. Ich weiß nicht, warum es das nicht ist, aber ich nehme es dankend an, würde ich mal so sagen. Okay, dadurch haben wir jetzt auf jeden Fall auch uns die Strecke an der Pferdewiese hergespart, sodass nicht irgendwie die Pferde versuchen, neben uns herzurennen oder sowas. Das ist natürlich sonst aufpassen. Gut, ein großer Trigger irgendwie. Ja, demnach war das doch jetzt echt super. Prima. So, jetzt haben wir hier eine Stufe, Joe. Aufpassen. Kein Parken. Genau. Zack. Gut, Bay auch. Hier wird es jetzt schwieriger. Mal sehen, wie es ist, weil hier haben wir jetzt Gras. Und unser kleiner Knödel ist ja gerne sehr verfressen. Aber ich würde sagen, dass hier gerade ultra windig ist, machen wir jetzt hier einen netten Trab. Passt die Kameraeinstellung? Ja. Machen wir jetzt hier einen netten Trab, damit ich gar nicht so viel reden muss und der Ton nicht ganz so leidet. Ja, also würde ich sagen, holen wir uns den Bay mal eben erstmal neben uns. Komm, Knödi. Brav. Und jetzt wollen wir hier gesittet traben. Jetzt müssen wir erstmal Bay ankriegen. Ja. Gut. Jawohl. Ey, lässt du bitte das Pony? Ja, Bay einfach mal vom Weg gedrängelt, ne? Super Pferd. Das war aber gut von dir. So. Oh, Joe hat ja richtig Bock heute. So gar nicht. Prima. Gut. Okay, wir gehen offensichtlich schon wieder Schritt. Jungs, meint er nicht, ein Stück mehr hätte auch funktioniert? Ich glaube nicht. Ich meine, die Schwierigkeit bei diesen beiden ist natürlich auch, dass sie sich nicht leiden können. Das ist die beste Kombi. Prima. Alle meine Pferde mögen sich untereinander, außer Joey und Bay. Ja, das ist natürlich dann sehr geschickt für sowas. Weil Joe hat Bay dann natürlich extrem auf dem Schirm. Weil Bay natürlich auch eine kleine Nervensäge ist und ihm auch gerne meinen Hintern zwickt. Auch wenn der, wie gesagt, erschreckend artig ist, was wirklich schön ist. Aber Joe ist sehr skeptisch, was das mit Bay hier werden soll. Prima. So, oh, da hinten sind diese, wie heißen die denn? Vogeldinger. Also quasi wie Vogelscheuchen und fliegenden Vögeln. Ah, die GoPro ist auch noch da. Jetzt gehen wir hier den Berg hoch. Ja, jetzt haben wir hier einmal wieder das Standardding. Nämlich hier fragt Joey immer einmal, ob wir wirklich hier hoch müssen. So, ich möchte aber jetzt wirklich hier hoch. Und heute haben wir leider nicht die Möglichkeit, hier deinen Pausengezumpel zu machen. Wie immer. Einfach weil wir haben da ja noch einen Bay. So, der Bay, der offensichtlich gerade hinter uns gehen möchte. Oh, ich würde mal eben meine Zügel wieder tauschen. Prima. So, meine Zügel sind auch verdreht. Das mag ich nicht. Einmal wieder alles sortieren. Oh, Bay, komm! Gut, frühzeitig bremsen, nicht Joe in Purpose laufen. So.
Jetzt versucht er nämlich zu essen. Das irritiert Joe natürlich, weil sobald ich dann Bay einmal weiterziehen muss, ziehe ich natürlich auch ein bisschen an Joe, aber gut. Prima. Gut, das macht er ja wirklich, wirklich brav. Ja, und dann kommen wir gleich auch schon zum ersten Stück, wo wir ein Galoppchen machen können. Ich denke mal, wenn wir gleich da oben sind, dann wird es auch ein bisschen einfacher für mich hier. Wobei es echt gerade sehr, 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 sehr pflegeleicht funktioniert. Sehr, sehr, sehr pflegeleicht sogar. Ey, prima. Gut, dass es prima gerade auch wie das L klang, aber gut. Ganz kurz die Bay-Nase korrigiert, dass die Joe nicht in den Hintern kneift. Das muss nämlich jetzt wirklich nicht sein. Ach, das ist auch sein Meckern hier gerade. Prima. Nämlich habe ich den super doll eingenebelt mit Fliegenspray und Bremsenzeug. Aber, ja, ihr kennt es bestimmt alle. Es gibt irgendwie einfach nicht das Wundermittel, was tatsächlich sicher funktioniert. Prima. Sondern es ist irgendwie immer so, dass das ja für einen Moment mal funktioniert oder auch nicht. Oder ja, es dann auch einfach diese resistenten Bremsen gibt, denen das auch einfach egal ist. So, Ponys, bereitet euch vor, der Galopp kommt. Und auch ganz witzig, hier ist überall Mais. Und das ist eigentlich so ein Ding, wo Joey halt jedes Mal sagt, da könnten Monster sich drin verstecken. Ich mag das nicht. Aber, oh, Bremse. Nein! Ja gut, Doppelbremse. Einmal die Bremse, die Joe gestochen hat und die Bremse, die am Strick gezogen hat. Da hinten. So, okay. Ich fand Bay gerade auf der linken Seite besser. Das heißt, ich greife mir mal eben wieder alles um. So, flupp. Gut, nee, mach mal richtig. So. So. Joe, es würde leichter gehen, wenn du gerade einfach straight deinen Weg laufen würdest. Aber das ist gerade nicht so die Option, sagt er. So, Ponys, bereitet euch. Komm, komm, gut. Oh, hier ist ein dicker, dicker Stein im Weg. Mit Joe schön ordentlich dran vorbei. Bay wird es selber sehen. Nö, Bay läuft genau drüber. Gut, aber das ist Bays Job, nicht meiner. So, ich weiß, der Weg sieht jetzt dunkel aus. Ey, was ist denn hier mit unserem Parken los? Nee, komm, zack, raff. Prima. So. Ich meine, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wo ich Bay eigentlich haben möchte. Ich hätte ihn, glaube ich, eigentlich lieber neben mir. Zumindest vom Handling. Aber mir gefällt es eigentlich auch ganz gut gerade, dass er hinten ist. A, damit Bay auch da hinten schön filmen kann. Aber vor allen Dingen, damit man halt auch bei Stellen, wo es dann mal enger ist und die Pferde hintereinander her müssen, weil es gar nicht platzmäßig anders geht, dass es da halt dann auch safe funktioniert. Weil ihn jetzt neben uns zu holen, wäre halt überhaupt gar kein Thema. Und dass er aber gerade so schön hinterherläuft, ja, da lassen wir ihn doch einfach mal machen und nutzen das, um das einfach, ja, als Option zu haben. So. Ding, ich habe mal wieder mein Handy nicht ausgeschaltet. Gut, also was heißt ausgeschaltet? Ausgeschaltet wäre eh dumm im Gelände. Ich möchte, wenn irgendwas schief geht, gerne sehr schnell einwirken können und jemanden anrufen können. Oh. Joe, ja, was ist denn mit Joey los? Könnt ihr mir mal erklären, woher dieser Mut kommt? Da war gerade ein neues Jägerhäuschen und Joe hat nichts gesagt. Absolut nichts. So, und jetzt haben wir da vorne gleich diesen kleinen Bachlauf. Nicht, aber wenn es viel regnet, ist da so ein Rinnsal über den Weg. Und da gehen wir jetzt noch drüber, weil da ist der Boden leicht feucht. Das findet Joe schon mal ein bisschen blöd. Und ja, mit gesteigertem Schwierigkeitsgrad hier mache ich jetzt nichts, was unnötig stressig sein könnte. Demnach reiten wir da jetzt drüber. Und danach traben und galoppieren wir mal. Also wir probieren es. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Schwierigkeit wird halt, wenn Bay in den Galopp zu bringen. Weil Joe wird nicht das Problem sein.
So. Okay. Wow. Warte, du bist ein bisschen schnell gestartet. Ah, Bremse. Egal. Okay, und jetzt machen wir ein Galöppchen. Gut. Oh. Bitte nicht bis ins Halten. Fein. Okay, weiter geht's. Das war doch gut. Ich hätte mein Seil ein bisschen länger lassen können. Dann hätte ich gerade die Schwierigkeit nicht gehabt. So, jetzt einmal Ponys nebeneinander. So, einmal alles sortieren. Gut. Vielleicht nicht alles in die Hand. So. Okay, Babe. Komm. So. Okay, gut. So, und jetzt? Gut, oh. Sorry, Bay. Wartet. Ja. Da wollte Joe wegdrängeln. So. Gut. So. Genau. Jawohl. Gut. Ho. Und scheret. Wie trottelig kann man sich eigentlich anstellen? Ja, ich bin gerade so auf meine Hände fokussiert, dass ich alles sortiere und vergesse dabei so ein bisschen das Reiten. Weshalb gerade auch das Angaloppieren so ein Ding war, weil ich mich halt nicht reingesetzt habe, sondern weil ich einfach irgendwie ja, im Sattel stehen geblieben bin. Aber gut. So, da mir der Joey aber heute leider ein bisschen fühliger ist, als ich dachte. Also ich habe damit gerechnet, dass es sein könnte. Deswegen waren wir jetzt auch so lange nicht ausreiten. Der hat zwar auch seine Hufschuhe an, aber der ist mir trotzdem zu fühlig. Deswegen, oh, und Bay wird wirklich sauer wegen den Bremsen. Ja, okay, komm. Zwei Schritte vorwärts und dann drehen wir um. Komm. Prima, super. Weil ich möchte das hier jetzt gar nicht überstrapazieren. Können wir bitte drehen? Danke. Gar nicht überstrapazieren, weil es ist gut. Was will ich denn mehr? Mir gefällt das, wie die beiden das machen. Das ist wunderschön so. Und ich muss ja jetzt nicht drauf provozieren, dass Bay immer genervter ist mit den Viechern. Und Joey ja immer fühliger wird oder sowas. Also gerade ist es halt noch in dem Rahmen, wo es voll in Ordnung ist. Aber ich möchte es halt nicht schlechter werden lassen, weil es einfach leicht da ist. Ich hatte gehofft, mit Hufschuhen wäre das Problem nicht, aber gut. So, Jungs, dann können wir aber noch mal... Genau, gut. Ist in Ordnung. Genau, dann können wir noch mal so ein kleines Stückchen hier im Galöppchen fragen. Wo? Na? So, kurz das Buckeln unterbunden. Einsetzen. Oh. Genau. So. Oh, Wasser. Ja, fein. Das habe ich nicht kommen sehen. Gut. So, jetzt hätte ich gerne noch mal von Joe ein bisschen Dehnung. Daran mangelt es heute ein bisschen natürlich. Bay, wow. So. Bisschen Dehnung. Mehr Dehnung. Nasser Boden. Gut. Bay. Danke. Einmal alles sortieren. Bisschen Dehnung. Ach, hast du jetzt das Jägerhäuschen gesehen? So, wir korrigieren jetzt erst den Knödel. Gut. Komm. Oh, Joe. Komm. Zack. Einmal das Strickende kurz als Gerte. Willkommen, jetzt wird's doch noch Chaos. Hatte so gut gestartet.
Super. Genau. Prima. Ja, ich glaube, für diesen Sommer wird nicht viel mit Ausreiten mit Joe. Weil wenn der sogar jetzt echt heute trotz Hufschuhen empfindlich ist, dann ja, kein Gelände für Joe. Aber gut, der Herbst kommt, der Winter kommt. Da ist er dann zwar wieder drüber, weshalb es dann auch wieder ein bisschen stressig wird. Im Sommer ist er halt wirklich lieb. Ich meine, das ist ja jetzt alles nur so Kleinigkeiten, weil wir ja auch einfach selten gehen. Das muss man ihm ja auch einfach zugute halten. Wenn er nie draußen ist, also beziehungsweise ist ja draußen, aber so selten einfach im Gelände ist, dann klar, kann der natürlich auch nicht da todessouverän irgendwie an allem vorbeigehen. Das erwarte ich auch nicht von ihm. Das wäre auch einfach absolut unfair, wenn ich das erwarten würde, weil ja, woher soll er es nehmen? Woher soll er die Routine nehmen, wenn wir keine Routinen reinbringen? Brav. So. Ja, Knödi, und du bist jetzt echt gut drauf, ne? Prima. Fein. Komm, Bay. Aber ich muss sagen, ich finde es total schön, dass ausgerechnet Joe, der ja einfach ist, wie er ist, und bei dem ich ja damals wirklich auch einfach ja, sehr viel mit Angst zu kämpfen hatte und immer gesagt habe, mit dem würde ich niemals ausreiten gehen. Und dass ich jetzt auf diesem Pferd sitze, mit Bay als Handpferd und mich einfach wohlfühle. So, ne, es klappt nicht alles perfekt auf Anhieb, ist ja auch in Ordnung, aber ich habe jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, wo ich so denke, oh, das war jetzt keine schlaue Idee, oh, ich fühle mich gerade überhaupt nicht wohl, wie komme ich jetzt am besten zurück, oh, kann ich jetzt irgendwie absteigen? So, das habe ich halt echt gar nicht. Und ja, wenn Joey jetzt nicht so fühlig wäre und die Viecher nicht so schlimm wären, dann wären wir jetzt auch ganz entspannt die große, verhältnismäßig große Runde gegangen. Ich hatte ursprünglich eine viel kleinere geplant. Und die ich jetzt spontan beim Losreiten dann auf dem Schirm hatte, die wäre halt ein ganzes Stück länger gewesen. Aber gut, da entscheiden wir fürs Pferd. Da ist dann mein Spaß einfach ja absolut nicht wichtig. Demnach, so. Ja, Knödi, das ist so doof, ne? Ich habe halt auch gerade einfach die beiden, von meinen Pferden, die beiden empfindlichsten von sämtlichem Viehzeug. Joey, der halt so allergisch auf alles reagiert und dementsprechend natürlich auch einfach bei allem, was irgendwie fliegt, relativ schnell gar keinen Bock mehr darauf hat. Und Bay, der halt auch einfach super empfindlich ist. Aber gut, machen sie schön. So, Joe, ich hätte dich trotzdem gerne ein bisschen auf dem Wiesenweg. Bay, wenn du möchtest, könntest du nochmal hinter uns switchen. Genau, prima. So, oh, das war cool. Oh, ich lieb's gerade, dass Bay sich auch einfach so dirigieren lässt. So gut, wenn wir schneller sind, dann haben beide halt ein bisschen Bock, vor allen Dingen Bay, dass er dann vorbeiziehen will. Cool, alles gut, solange er ansprechbar bleibt und sich korrigieren lässt, auch wenn es nicht perfekt klappt, aber es muss halt irgendwie durchkommen. Und wenn es dann nur ein bisschen länger dauert, bin ich damit voll fein. Dafür reiten wir ja heute auch einfach sehr vorausschauend, dass das möglich ist und kein Problem ist. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht mit den beiden irgendwie auf die Idee kommen, in Straßenverkehr zu reiten. Das wäre nicht gut. Dafür, da müsste es dann natürlich alles hundertprozentig sicher sein. Und selbst wenn das so wäre, würde ich da trotzdem nicht mit Handpferd reiten wollen. Ja, aber dass Bay sich gerade einfach so hinter uns schicken lässt auf Handzeichen und einfach wieder nach vorne holen lässt, das ist schon cool. Das ist schon wirklich cool. Also, dass er das so souverän macht, hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Ich dachte, dass wir wirklich heute mit dem Fressen ein ganz großes Problem kriegen, weil hier ist halt überall Wiese und ich weiß halt, wie Bay so ist. Ja, habe ich es nicht gerade gesagt, du Stinkstiefel? So, super. Und tatsächlich macht er das gerade nur, wenn es sehr einladend ist. Oh, jetzt wird's schlimm, ne? Komm, wir gehen jetzt ganz schnell nach Hause. Ganz schnell nach Hause. Das ist doch der Wahnsinn. Ich habe die so eingenebelt, die beiden. Und die werden gerade so übel zerstochen. Aber auch alles an Stellen, wo ich nicht dran... Also Bay komme ich eh nicht dran, aber bei Joe gerade alles an Stellen, wo ich nicht dran komme. Ja, gut. Gut. Also wenn irgendwer extrem gut Spray gegen Bremsen kennt, schreibt super gerne in die Kommentare.
Ja, ich bin sehr, sehr dankbar für jeden Tipp. Ich hatte immer eins, was richtig, richtig gut war. Und dann wurde die Rezeptur leider geändert. Und seitdem ist das echt, ja, mäßig zu gebrauchen. So irgendwie im Frühling funktioniert es tatsächlich, aber sobald es dann so Sommer wird, dann geht es irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil dann halt einfach der vielleicht mehr Viecher unterwegs sind. Dann halt einfach mehr dabei sind. Ja, denen das egal ist. So. Warum ist der denn schon wieder so viel? Das ist doch hier. Nein, das ist so ein jährlich wiederkehrendes Problem. Das ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, oh, Überraschung. Nee, das ist leider immer im Sommer so ein Problem. Und ja, demnach. Oh, gut. Okay. Einmal sortiert. Ach, Kopf juckt auch noch. Ja, kannst du das. Gut, weiter geht die Reise. Ach, Mannis, ihr seid echt cool. Ja, jetzt sind wir auch so richtig wieder auf dem Zuhause-Stuhl angekommen. Da merkt man, dass die Routinen besser sind. Wir gehen schon dann einfach. Gut. Ich muss mal immer die Fliegenmasken nach Hause nehmen. Und ich habe sie nicht wiedergefunden. Deswegen ist sie auch so doll ausgeglichen. Die lag jetzt wochenlang auf der Wiese. Und zufällig wird sie jetzt wiedergefunden. Ja gut, jetzt hat sie natürlich ein bisschen geblieben. Aber okay. Wir haben ja noch genügend andere Masken. Aber diese sind natürlich irgendwie besonders angenehm zum Aufbremsen auf meinem Arm. Besonders angenehm zum unter die Trense ziehen. Die anderen gehen halt immer besser drüber. Aber dann sind halt irgendwie immer die Lücken so im Nasenring und an den Backenstücken. Und da ist meine Sorge immer zu groß, dass da irgendein Viech drunter fliegt. Und dann wird es natürlich richtig unangenehm. Vor allen Dingen, wenn das dann noch was wirklich Blödes ist und nicht einfach nur eine Bremse oder eine Fliege. Oh, da war grünes Gras. Hey! Darf es das hinten laufen, dann schlecht. Gut, aber dann würde ich sagen, holen wir Bay jetzt nochmal neben uns. So, Joe kann jetzt mehr Zügel haben. Komm, Bay. Gut, komm, Bay. Gut. Jawohl, super. So gefällt mir das doch. Prima. Das ist auch die Höhe, wo ich dich auch gerne im Galopp hätte, Bay. Das wäre fein. Oh, die setzt sich in dein Gesicht, ne? Ja, kannst an mein Bein. Nicht an Joey, bitte, aber an mein Bein kannst du. Ach, ist das cool. Ja. Joe hat wieder was unterm Bauch. Schade, ich würde es wirklich gerne öfter machen. Ja, Jungs, könnt ihr das bitte lassen. Aber ja, wenn Joe dann im Moment erstmal wieder raus ist, dann ist das so. Oh, es ist aber auch schlimm. Es tut mir sehr leid, Pony. Aber ich kann dir gerade auch echt nicht helfen. Prima. Aber was mir sehr gut gefällt, wollte ich mal kurz anmerken. Ich finde es sehr schön, dass die, ja, wenn halt die Viecher schlimm werden, dass die quasi einfach stehen bleiben und versuchen, die irgendwie loszuwerden. Weil das war auch nicht immer so. Oh, fein. Genau. Du hast Bay, glaube ich, mehr erschreckt als dich selber. Prima. Ja, weil viele Pferde ja auch einfach, wenn die Viecher dann so schlimm werden, anfangen, in so einem Stechschritt nach Hause zu laufen. Und wenn man nicht aufpasst, die sogar dann auch im Zweifelsfall im Trab oder Galopp nach Hause laufen. Und da finde ich das sehr schön. Ich meine, eigentlich sind das so die Momente, wo ich ja dann halt ja entweder eh gerade irgendwie neben dem Pferd bin oder wo ich halt dann langsam reiten muss und die Viecher schlimm werden, wo ich dann einfach absteige und die Viecher halt versuche, so gut es geht, zu beseitigen im Laufen, damit das Pferd so gut wie es geht beim Führen in Ruhe weiterlaufen kann. Und das sind sie natürlich auch total gewohnt, weshalb die dann auch so schön stehen bleiben, was ich sehr, sehr doll liebe. Ich finde es halt super anstrengend. Ich bin da sehr vorgeschädigt von Mitch. Der ist nämlich so einer, der bei jeder Kleinigkeit sich aufregt. Also, okay. Bei so Sachen wie andere Pferde zum Beispiel im Gelände. Das ist ein Riesenthema mit Mitch. Und der ist halt dann super eilig, nach Hause zu kommen. Generell die letzten Meter wird er halt super hektisch und macht da halt richtig Alarm. Der ist halt gut dabei zu handeln, aber trotzdem ist es nur Stress. Und das finde ich halt sehr schade und sehr blöd. Und das ist für mich dann auch nur Stress. Und deswegen finde ich das so dann immer ganz schön. Nur jetzt mit zwei Pferden,
hilft mir das natürlich gerade nicht weiter, weil wenn ich jetzt absteige und versuche, dass beide Pferde gehen können und ich dann drumrum hampel und die Viecher loswerde, das hilft uns jetzt gerade natürlich nicht, weil da komme ich ja gar nicht gegen an. Demnach müssen wir da jetzt leider einmal durch. Damit sind wir dann deutlich schneller, als wenn wir jetzt irgendwas anderes machen. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch wirklich nicht. Wofür habe ich denn so viel eingesprüht? Ja, aber egal. Ich freue mich gerade sehr, sehr, sehr doll drüber, wie schön das ist. Und wie schön das jetzt gerade auch alles funktioniert hat. Ich habe vorher mir schon so Gedanken gemacht, so, wenn wir das dann morgen machen, wie machen wir das wohl? Und werden wir wohl auch traben und galoppieren? Und weiß ich nicht so richtig, spontan nochmal irgendwie so vor so Reiterferien oder sowas. Und habe so genau durchdacht, so, okay, was würde ich gerne machen und klappt das wohl und wie ist meine Wunschvorstellung? Und das Schöne ist, es hat meine Wunschvorstellung übertroffen, weil die negativen Erwartungen, die ich so vor allen Dingen an Bay da unten hatte, die hat Bay einfach heute sein gelassen, beziehungsweise in so einem winzigen Maß, dass das gilt als, hat er nicht gemacht. Joey auch, ich habe damit gerechnet, dass er sich viel öfter erschreckt, dass der sich viel öfter irgendwo anstellt. Das war ja jetzt auch alles super wenig und super entspannt. Vor allen Dingen mit diesem Feld gerade und mit den Hallo, nicht Bayweißen, danke. Ja, das heißt, die Jungs haben meine Erwartungen so übertroffen. Das Einzige war jetzt echt die Viecher. Das war schade. Ich wäre gern noch 2-3 Mal galoppiert, auch wenn es nur kurze Strecken sind. Einfach so, um, ja, dann vielleicht beim nächsten Mal selber ein bisschen mehr zu sitzen und Joey da irgendwie besser zu unterstützen, damit er dann ein bisschen mehr auf den Punkt wieder anspringt, obwohl ich irgendwie alles koordinieren muss. Das wäre halt ganz cool gewesen, das gerade nochmal so für mein Gefühl und für meine Routine kurz ein bisschen zu wiederholen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Nein. Ich habe euch gerade so viel gelobt. Jetzt benehmt euch. Jetzt wird der Frust von den Bremsen an Bay ausgelassen. Ja, absolute Überraschung, die beiden. Naja, und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Und denkt immer dran, jeder Tag, an dem ihr nach Pferd riecht, ist ein guter Tag. Ich hoffe, ich war überhaupt in der anderen Kamera. Sonst war das jetzt ziemlich albern, dass meine Kamera weggeschwenkt ist. Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke. Oder doch bei Joey. Oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.